Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe ewig nicht mehr gevloggt, weil ich gerade Prüfungsphase habe und ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit und keinen Kopf für irgendwas anderes. Ich habe euch ja schon im letzten Vlog quasi ein bisschen mitgenommen und erzählt, dass ich auch durch meine erste Prüfung erstmal durchgefallen bin. Gestern hatte ich jetzt meine zweite und zwar Biochemie und das habe ich jetzt zum Glück bestanden und deswegen irgendwie so ein bisschen. Ja, Ruhe jetzt nicht, aber ich gehe es jetzt ein bisschen entspannter an, weil ich jetzt schon 2 von 4 Prüfungen habe. Ich muss jetzt noch Physik und Histologie machen. Deswegen dachte ich mir, ich filme einfach mal wieder. Ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde, das Ganze zu schneiden und hochzuladen. Aber ja, ich wollte euch trotzdem ein bisschen dabei mitnehmen. Meine Prüfung war gestern und ich habe heute erstmal ausgeschlafen und ein bisschen mein Leben wieder auf die Reihe gekriegt. Also ich habe aufgeräumt, Wäsche gemacht, mein Bett neu bezogen und also ein Stuff, der auf der Strecke geblieben ist die letzten Tage vor der Prüfung, weil es wie immer sehr stressig war. Und jetzt mache ich mich gerade fertig, weil ich mich mit Antonia zum Brunchen verabredet habe. Wir gehen jetzt erstmal gemütlich brunchen und ich werde dann mein iPad direkt mitnehmen und danach wieder in die Bib gehen und mich mal ein bisschen in Physik einlesen, weil als meine dritte Prüfung steht jetzt Physik an und es ist auch wieder enorm viel, weswegen ich eigentlich mir gar nicht so viel Zeit frei nehmen sollte. Aber ja, ich brauche das jetzt irgendwie mal ein bisschen. Und heute Abend werde ich dann noch ins Fitnessstudio gehen, zu so einem Kurs. Mache ich ja jetzt in letzter Zeit recht regelmäßig, so als Ausgleich. Und ja, genau, das ist einfach so der Plan für den Tag heute. Ich werde euch versuchen, ein bisschen mitzunehmen. Und dann werde ich heute auch endlich mal wieder ein Video online stellen. Ich glaube, ich habe jetzt seit 3 Wochen nichts hochgeladen. Und wirklich, ich habe noch nie, seit ich mit YouTube angefangen habe, so lange kein Video mehr gepostet. Ich finde es richtig krass. Deswegen freue ich mich total, das heute online zu stellen. Das habe ich heute Morgen fertig gemacht, hochgeladen, Thumbnail bearbeitet und so weiter. Und ja, das ist jetzt erstmal so der Plan. Ich mache mich ein bisschen fertig, packe dann meine Tasche und werde mich dann auf den Weg machen. Und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Prüfungsphase-Vlog. Auf dem Weg, wir gehen ins Fekete hier in Budapest. Da kann man nämlich auch schön draußen sitzen und da freue ich mich jetzt richtig dolle drauf. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich heute noch in die VIP gehen werde. Vielleicht gehen wir danach eher shoppen oder so. Ich glaube, ich nehme mich mega Bock drauf. Das haben wir gestern schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich bin gespannt, was der Tag so geben wird, worauf die anderen Lust haben. Weil Josephine kommt nämlich auch noch mit. Richtig gut aus. Wir haben noch so Pancakes to share und ich freue mich. So, wir haben uns entschieden, nicht in die Bib zu gehen, denn da werden wir sowieso die nächsten Wochen verbringen. Wir sind stattdessen zu Antonia gegangen und machen hier jetzt ein kleines Study-Lager. Wir haben uns jetzt an Physik gesetzt und das ist total schrecklich. Ehrlich gesagt, ich check's jetzt nicht so wirklich. Aber ja, da werden wir uns auch durchkämpfen, weil wenn wir das geschafft haben, haben wir nie mehr wieder Physik. Das ist dann doch irgendwo motivierend. Und genau, jetzt lerne ich hier bis um 17.30 Uhr und dann geht's zum Sport. Ja.
war gerade beim Sport, wie man erkennen kann. 60 Minuten Cross-Training. War richtig nice. Und jetzt geht's heim und was zu Abend essen. Und mein Akku ist leer, deswegen muss ich ein bisschen schnell reden. Leider Gottes. So, ich bin zurück zu Hause und ich mache euch einen kleinen Food-Haul, denn ich war noch einkaufen. Ich habe so ein paar Lebensmittel gekauft. Als erstes mal 2 Bananas, die dadurch, dass ich sie total zerdrückt habe in meiner Tasche, schon braun geworden sind. Aber nicht so schlimm. Dann habe ich Falafel gekauft für Falafel-Wraps. Gouda, da ich von meinen Mitbewohnern zum Geburtstag einen Sandwich-Maker gemacht habe. Und da können wir jetzt immer richtig geile Sandwiches machen. Dazu braucht man ja natürlich Käse. Dann Champignons zum Kochen. Solche Breadsticks als kleiner Snack zwischendurch. Dann Tofu, Gurke und solche Reisnudeln, um so einen Stir-Fry oder Reisnudelsalat zu machen. Irgendwas davon. Und natürlich Sriracha Mayo und eine Mango. Das war mein Einkauf. Und jetzt mache ich mir ein bisschen Leftover Chickpea Curry als Abendessen und geduschen und werde sonst chillen. Ready für meinen BIP-Tag. Wir haben kurz nach 5, ich glaube jetzt so, bestimmt schon fast 5:30. Ich werde mich jetzt einfach umziehen und ein bisschen fertig machen und dann früh in die BIP fahren und dort eigentlich entweder den ganzen Tag verbringen, also entweder ich bleibe bis heute Abend oder ich werde dann heute Nachmittag irgendwann heimfahren und dann noch ein bisschen was zu Hause hier machen. Mal schauen, wonach ich mich fühle. Auf jeden Fall ist es aktuell super heiß in Budapest. Es waren einfach 29 Grad heute werden. Ich bin total überfordert, was ich anziehen soll. Ich brauche echt neue Sommerkleider. Wirklich, ich brauche so süße Röcke, luftige Kleider, so Sachen, die man einfach schnell drüber ziehen kann. Irgendwie mangelt es mir da dran. Bei uns in der Nähe von der BIP ist so ein Secondhand-Laden. Vielleicht werde ich da heute mal vorbeischauen. Gucken, ob ich irgendwas finde. Hätte ich irgendwie voll Lust drauf. Ich habe schon die ganze Lust ein bisschen. Ein bisschen shoppen zu gehen. Und vor allem hätte ich auch mal Bock hier in Budapest Secondhand shoppen zu gehen. Aber irgendwie habe ich noch nie wirklich die Zeit dafür gefunden. Eigentlich müsste ich mir das mal fest vornehmen und dann machen. Aber aktuell ist eh nicht so der richtige Zeitpunkt dafür. Ja. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall fertig machen und dann dort mit dem Fahrrad hinfahren. Platz war. Ich gehe natürlich ans Fensterchen. Ich bin wieder zurück zu Hause und total durchgeschwitzt. Also heute war es echt dermaßen heiß, das war unglaublich. Aber ja, jetzt bin ich zum Glück wieder daheim. Ich freue mich richtig, jetzt hier zu sein. Wir waren ab 16 Uhr noch in einem Café und haben Physik durchgesprochen. Ich finde, es hilft total zum Lernen, die Sachen durchzusprechen. Dann merkt man echt gut, was man verstanden hat und was man vielleicht nochmal wiederholen muss. Und dann war ich jetzt gerade noch bei DM, haben einfach Schwämme und 2x Barista Alpromilch Hafer gekauft. Und jetzt bin ich auch ganz schön fertig. Ich werde jetzt erstmal chillen,
mir was zu essen zu machen. Ich glaube, ich werde so Falafel-Wraps machen. Ich habe gestern so Falafeln gekauft. Und dann kurz mich ausruhen und dann heute Abend noch ein bisschen was machen, weil ich habe nicht alles geschafft, was ich machen wollte. Aber es ist auch, glaube ich, 19:30 oder so. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, was zu tun. Und ja, that's the plan for now. So, ich habe jetzt hier so ein paar von den Falafeln angebraten und einen kleinen Salat gemacht als Füllung. Einfach mit Kichererbsen, Paprika, Gurke und Feta. Und jetzt ist noch mein Wraps. Jetzt sind noch meine Wraps in der Mikrowelle und ich mache noch als Soßen bzw. Base Hummus und Frischkäse und Körner Frischkäse drauf und dann werde ich es essen. Und ich freue mich richtig, ich bin total hungrig. Another day, another bib day. Ich mache mich gerade fertig. Ich glaube, wir haben wieder so 20 vor 6 oder so, um in die Bib zu gehen. Aber ich werde dort heute nicht den ganzen Tag bleiben, so wie die letzten, so wie gestern beispielsweise, sondern ich werde um 10 Uhr ins Fitnessstudio gehen und danach nach Hause gehen und hier duschen und Mittagspause machen und dann vielleicht danach nochmal in die Bib gehen. Ja, aber ich habe echt gemerkt, wie gut mir das tut, wenn ich trotzdem noch Sport in meinen Alltag integriere, weil ich finde es echt heavy, den ganzen Tag in der Bib zu sitzen. Deswegen ja, freue ich mich da drauf. Ich gehe wieder zu so einem Kurs im Fitnessstudio, der ist um 10 Uhr, wie gesagt, geht eine Stunde und es ist so CrossFit Girls Only und ja, heute regnet es tatsächlich, deswegen werde ich auch jetzt mit der Bahn in die Bib fahren. Wo ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Aber ich habe auch keine Regenjacke. Jetzt werde ich vielleicht trotzdem mit dem Fahrrad fahren. Aber ich schaue gleich mal, wie stark der Regen ist. Und dann geht's in die Bib. Ich bin fertig mit dem Kurs. Es war super anstrengend. Ich habe so geschwitzt, aber es hat mega Spaß gemacht. Irgendwie sind da morgens weniger Leute, als wenn man abends hingeht. Deswegen war es echt nice. Wir haben so mit eigenem Körpergewicht gemacht und mit Gewichten und Aufwärmen und dann noch gedehnt. Ach ja, und jetzt freue ich mich richtig auf meine Dusche. Ich werde mir, glaube ich, erstmal einen Proteinshake mixen gleich und dann weiter lernen.